Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Online Business and More. Und heute freue ich mich ganz besonders, dass ich die Ilse Lettmeier heute bei mir habe. Hallo Ilse. Hallo Maike, grüß dich. Ich freue mich auch sehr, dass ich da sein darf. Ja, die Ilse, die kenne ich, weil ich bei ihr ein Stück meines Weges zum Lehrtrainer im NLP gegangen bin. Ich habe bei ihr assistiert in ihrem Institut. Und die Ilse ist Lebens- und Sozialberaterin, aber auch eben zertifizierte Ausbildnerin zu dem Ganzen und noch viele, viele, viele mehr Ausbildungen. Ich glaube, das weiß ich gar nicht alles, was du alles für Ausbildungen hast. Aber bevor wir da richtig reinsteigen, möchte ich nur kurz ankündigen, über was wir heute reden. Und zwar geht es darum, was man nicht alles online machen kann, von diesen ganzen Lebens- und Sozialberateraufstellungen, sonstiges. Und das hätte sich die Ilse vor kurzem selber noch nicht gedacht, bis sie draufgekommen ist, dass sie das einfach macht, gell? Ja, was alles möglich ist. Also ich kenne dich ja eben wirklich ganz offline. Also wir kennen uns jetzt doch auch schon wieder viele Jahre. Das macht immer so alt, wenn man das sagt. Eine ganze Zeit lang. Und du warst eigentlich immer so ganz klar den Offline-Weg. Und dann lese ich von dir in einem von deinen Newslettern so quasi, dass jetzt die nächste Online-Aufstellung beginnt. Und ich denke mal, oha, was ist denn da los? Also ich kann mir wirklich viel vorstellen, was online ist. Aber eine Aufstellung online, das habe ich noch nicht gehört. Und dann habe ich da geschrieben, hey Ilse, das möchte nicht nur ich wissen, das wollen sicher ganz viele Leute wissen. Und deswegen erzähl mal ein bisschen so von deinem Weg, wie du plötzlich durch diese Krise plötzlich sehr viele Sachen online gestellt hast und wie geht denn das? Naja, Maike, wie du sagst, ich habe mir das vorher auch nicht vorstellen können, aber die Not macht erfinderisch, weil auch in der Corona-Zeit wurde ich eben angefragt um Aufstellungen und da war das ja nicht so leicht möglich. Und du kennst mich, also ich gehe eher auf die Klienten zu, wenn die was wirklich brauchen, dann bin ich ziemlich erfinderisch und das ist ja nicht so besonders, aber ich habe mir gedacht, man müsste auch einmal online aufstellen, das muss doch genauso funktionieren, ja? Und wir haben das zuerst in einer Gruppe, die schon mehrere Male bei mir Aufstellung gemacht haben, einmal durchprobiert. Und siehe da, es war unglaublich, was sich da eröffnet hat und wie leicht das eigentlich geht und wie effizient das Ganze ist. Ja, also das habe ich mir nicht gedacht, aber ich bin wirklich selber ein bisschen begeistert davon. Jetzt vielleicht, ich meine, die da so mittendrin an dem Thema sind, die wissen natürlich, wenn man von einer systemischen Aufstellung redet, was das ist. Vielleicht holen wir mal kurz die ab, die noch nie so waren. Das ist ja sehr physisch eigentlich, wo wirklich Menschen in einem Raum sind. Erklär mal kurz, also du kannst das ja viel besser erklären als ich. Ja, also die Grundlage ist die ganz klassische Familienaufstellung und da hat man sehr viel physisch gearbeitet. Das heißt, man hat sich einen Raum genommen, man hat Protagonisten genommen und dann die Leute in den Raum gestellt und dann die Leute umgestellt. Man ist auf ihre Gefühle und Intuitionen eingegangen und hat sozusagen aus der Problemzone oder aus der Problemthematik ein Zielmodell beziehungsweise eine Zielbindung kreiert, sodass den Leuten dann besser geht. Also das Ziel einer Aufstellung ist es ja, dass es leichter wird und dass es besser wird, dass man mehr Verhaltensmöglichkeiten entwickelt, um das Leben besser zu meistern. Ja. Und ja, also das habe ich natürlich, ich mache das schon ziemlich viele Jahre und ich weiß auch, und ich manches Mal mache ich auch Aufstellungen einfach nur im Gespräch. Ich weiß schon, dass das anders auch geht. Aber das Online-Aufstellung ist ein bisschen so ein sowohl als auch, ja. Man geht vielleicht nicht ganz den Raum so ab wie sonst, aber man macht vielleicht schon auch Bewegungen im Sitzen oder auch im Stehen, je nachdem, wie man das halt haben möchte. Und ja, es ist total interessant. Also man bekommt einfach auch, wenn man in diesen Feldsens geht, in diesen Raum geht quasi, Informationen und die werden dann interpretiert. Und daraus ergibt sich ein Lösungsbild. Also jetzt möchte ich da noch ein bisschen mehr Details und ich bin mir sicher, meine Hörer und Seher auch. Also das heißt, ich jetzt, also einer ist derjenige, der aufstellt. Ne? Ja. Und wie macht man das jetzt online? Also einer hat ein Problem, ja.
Und der schildert das Problem kurz. Also ich mache immer vorher ein Vorgespräch, das alleine mit mir stattfindet, um überhaupt abzuklären, ist es ein Aufstellungsthema, macht es Sinn oder gibt es da andere Dinge, die vorher geklärt werden müssen. Es gibt bei mir auch immer ein Gespräch nachher und ich finde, die Leute müssen auch gut rund um die Aufstellung begleitet werden. Ja, also wenn das Thema da ist, wenn wir das Thema herausgearbeitet haben, dann sucht sich der für den die Aufstellung gemacht wird, eben so wie im Lifestyle, also im wirklichen Leben oder im wirklichen Raum, Protagonisten aus, also jemand, der für ihn das darstellt. Ich schlage vor, welche Positionen wir brauchen. Und er sucht sich dann aus den Leuten, die halt auch mit dabei sind, die Personen aus. Und ja, dann werden diese befragt und geben auch ihre Körperempfindungen bekannt und daraus entwickelt sich dann eben, wie gesagt, eine Strategie. Also das heißt, du lässt dann einfach online das, dass die Leute im Raum herumschieben oder sich selber bewegen lassen. Ja, eigentlich, also wir haben schon auf verschiedene Art und Weise gemacht. Ja, man kann es auch herumschieben und gehen lassen. Das ist aber weniger das, was ich so gerne habe bei den Online-Ausstellungen, sondern die Leute nehmen diese Position ein, nehmen diese Haltung ein. Und ich bin ja da sehr abstrakt, also ich gehe sehr viel auf die Körpersymptome und sie beschreiben dann einfach die Körpersymptome, so wie in der Aufstellung, in der ganz klassischen Aufstellung auch, ja. Und dann werden die Leute zueinander geschaltet, beziehungsweise animiert, Lösungssätze oder so etwas Ähnliches zu sagen. Und daraus ergibt sich dann eben dieser Weg bis zum Lösungsbild. Klingt jetzt sehr spannend, das also würde ich gern mal sehen, sagen wir mal so. Lass mich ja gerne mal dazuschalten. Vielleicht die Frage, wo es sich jetzt wieder lockert. Ich glaube, Aufstellungen darf man ja mittlerweile auch schon wieder machen, oder zumindest ja, bald. Ja. Ja, man darf sie wieder machen. Also es hat der Abstand eingehalten und die Maßnahmen, die da vorgeschrieben sind, was auch Sinn macht. Ja, wir machen auch wieder ganz normale Aufstellungen. Ja. Und was bedeutet das jetzt für dich? Ist das andere jetzt nur ein Ersatz gewesen, den du jetzt nicht mehr machst? Oder wird das in Zukunft auch ein Weg sein, den du auch beschreitest? Nein, das habe ich. Also das wird etwas sein, was ich auch weiter beschreite. Weil erstens einmal ist es wirklich oft mühsam, dass die Leute zu mir kommen. Ich habe auch teilweise aus den angrenzenden Staaten Leute, die kommen. Und das ist die Anreise oft wirklich mühsam. Und dann werden wir eben Online-Aufstellungen machen. Oder es ist auch sonst irgendwie schwieriger, dass die Menschen dann kommen. Ja, ich werde das auf alle Fälle parallel anbieten. Weil ich auch drauf gekommen bin, interessanterweise, dass doch ein bisschen, das ist noch viel klarer und geht aus meiner Sicht schneller, weil die Ablenkungen, die so im normalen, bei normalen Aufstellungssettings sind, nicht vorhanden sind. Die Leute sind konzentrierter, die Nebensächlichkeiten verflüchtigen sich und dadurch kommt man, also aus meiner Erfahrung jetzt, schneller zu einem Lösungsbild und zu einer Lösungsstrategie. Ja, also es ist wirklich interessant und es passt auch für manche sehr gut, das so zu sein, weil der direkte Kontakt wirklich wieder einen Unterschied ausmacht als zum Online-Aufstellung. Ja? Man ist doch ein bisschen geschützter oder separierter oder ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Es macht einfach einen kleinen Unterschied. Ja? Cool. Und jetzt weiß ich, dass du erzählt, ihr habt in einer Gruppe sogar den Virus aufgestellt, gell? Ja, haben wir auch. Ja, das war ganz interessant, ja. Und ja, also jeder hat und alles hat seine Aufgabe und seine Berechtigung. Und ja, wir sind auch froh, wenn wir es wieder überstanden haben. Und es haben sich interessante Sachen gezeigt. Also wie zum Beispiel, dass wir nicht alle nur Angst haben müssen, sondern dass wir auch einfach viel daraus lernen können, wie es halt immer wieder auch gesagt wird. Ja, es war wirklich ganz interessant. Ja, super. Bei dem nächsten Lockdown werden wir wieder eine Aufstellung machen. Vielleicht können wir auch etwas verhindern. Ja. Ja,
Jetzt bist du ja eben, habe ich eh schon in der Ankündigung gesagt, also du bist ja wirklich, also erstens mal extrem rege und machst da ganz viel, also viele, viele Ausbildungen, die du anbietest und so weiter. Aber du warst bis jetzt, bis eben dieser Virus da kam in unser Leben, warst du ja einfach komplett offline und hast auch öfter zu mir gesagt, Maike, ich habe eigentlich gar keine Ahnung, was du machst. Ja, ja, mich hat das zwar immer interessiert und mir hat es auch imponiert, was du machst, aber ich habe mir gedacht, das ist überhaupt nichts für mich, ja. Und dieses Zeitalter werde ich wahrscheinlich nicht mehr wirklich gebrauchen müssen, ja. Aber es hat sich gezeigt, es ist gut. Auch dieses Zeitalter werde ich noch live dabei sein und so gut es geht auch wirklich noch weiter mitarbeiten. Und ja, es ist einfach spannend und schön. Und ich glaube, wie meine Mutter immer sagt, wenn man älter wird, muss man umso flexibler und konsequenter werden. Und ich denke mir, das ist auch ein Teil und das tut mir auch gut. Und ich merke auch, dass diese Flexibilität, andere Dinge auch zu beschreiten und diese Neugierde aufrecht zu halten, was gibt es noch oder wie verändert sich die Welt, wirklich, also ja, eigentlich sehr gut tut. Es macht mir auch Freude und Spaß. Es macht mich auch glücklich, weißt du, wieder andere Dinge auszuprobieren und mit denen in Kontakt zu treten. Ja, es ist einfach spannend und schön. Da bist du natürlich jetzt Vorbild für viele, weil viele hat es natürlich, also die offline mit Ausbildungen, mit Trainings, mit Bühnen und so weiter unterwegs waren, hat es natürlich jetzt ordentlich einmal geschleudert, ja. Und du hast einfach jetzt gesagt, okay, jetzt ist es so und jetzt mache ich das so und so. Ja. Jetzt erzähl einmal, was war denn sonst? Weil ich glaube, das interessiert viele Leute, die so wie du eben gestern noch nur offline unterwegs waren. Diese Schnelligkeit, mit der du dich adoptiert hast, was war da jetzt alles anders? Was hast du außer den Aufstellungen noch alles jetzt umgestellt in der Zeit, wo du nur online präsent sein konntest? Naja, ich habe da schon einiges umgestellt, aber weißt du, es ist einfach diese Neugierde geblieben, ja, und auch, was halt so eine Grundstruktur von mir ist, wenn jemand Hilfe braucht, dann nehme ich das gerne an, ja, und wenn das noch etwas Neueres ist, dann mache ich es eigentlich noch ein bisschen lieber, weil ich bin ja eine Entwicklerin, also ich bleibe kaum irgendwie immer wieder gleich, sondern auch bei meinen Seminaren, die ich halte oder bei meinen Ausbildungsreihen, ist es zwar gut, dass ich ein Konzept habe, aber darum ist es vielleicht für mich auch manches Mal ein bisschen herausfordernder. Ich kann nie das Gleiche machen. Ich muss mich immer irgendwie in was Neues einlassen. Und dann gibt's ja da so tolle Sachen aus der Quantenphysik und aus dem Schamanismus. Und ja, so wollen wir auch den nächsten Lebens- und Sozialberater-Lehrgang in diese Richtung gestalten, auf den ich mich schon sehr freue. Und ich hoffe auch und freue mich, wenn wir ganz tolle Referenten dazu begrüßen können. Gerade die Quantenphysik bietet uns ja da sehr viel. Und ich glaube, wir sind schon viel weiter drinnen in diesem ganzen virtuellen Raum, als wir so grundsätzlich überhaupt glauben, dass wir sind. Ja, also von den fliegenden Autos bis hin zu den KIs, die Untersuchungen machen, die ganz toll sind und vielleicht auch bei der Aufstellung dabei sind. Ich habe keine Ahnung, aber es ist einfach ein spannendes Feld und mich haben Frequenzen und Schwingungen schon immer interessiert und diese Zusammenhänge zwischen menschlichem Körper, also wie du weißt, mache ich ja sehr viel auch Körperarbeit und interessiere mich auch in die Zusammenhänge im Körper. Und mit der Natur und mit der Biologie, also das ist einfach total spannend, ja. Und wir leben wirklich in einem interessanten Feld und ja, indem wir nach vorne schauen, ist das auch, was hinten ist, einfach vorhanden. Ja, kann ich nur bestätigen. Also wie gesagt, ich habe einen Teil deiner Ausbildung als Assistentin begleiten dürfen. Ganz ursprünglich haben wir uns über das Lernthema kennengelernt. Ja, genau. Ich habe viel gearbeitet mit Kindern, habe ich sehr viel gearbeitet und auch mit Familien. Ja, jetzt bin ich auch wieder ein bisschen so in die Paarberatung hineingerutscht. Ja, ist auch ein sehr spannendes Feld. Und das geht natürlich auch sehr gut online, ja. Mhm. Oft ist es ja so, dass Paare auch getrennt leben, berufsmäßig oder so. Und da können wir auch leichter mal Sitzung machen, irgendwann zwischendurch. Ja, das ist einfach sehr angenehm. Ja, ja, ich denke gerade so. Ich habe so ein Bild von mir, Paare vor der Paarberatung im Warteraum. Ja, und so sitzen sie halt manches Mal im Garten oder in der Küche und die eine füttert noch das Kind und der nächste ist gerade noch wockend unterwegs. Also es ist wirklich spannend, ja. Und man merkt auch, wie sich die
unsere Gesellschaft verändert, wie sich Menschen verändert, wie sich Verhalten verändert. Und ich denke mir auch, ja, du weißt es ja, wenn wir mehr Verhaltensmöglichkeiten haben, wenn wir da eine Auswahl haben, wird das Leben sowieso automatisch leichter. Und da gehört halt das auch dazu. Das ist unsere Zeit, das ist unsere Welt. Also ich kann mich noch gut erinnern, wie meine Schwiegermutter mal gesagt hat, nein, ein Konto wird sie nie haben. Sie wird sich immer das Geld mit der Post bringen lassen. Ja? Und das ist noch gar nicht so lange her. Und heutzutage hast du keine Berechtigung mehr, wenn du nicht ein Konto hast. Ja? Und das ist das Nächste. Also online, wenn man irgendwie aktiv sein möchte, glaube ich, ist das schon ein Ding, um das man nicht herumkommt. Beziehungsweise man kann auch diese Reize und diese schönen Seiten und diese einfachen und leichten Seiten, die das mitbringt, einfach nutzen und wirklich auch genießen. Ja? Also ich habe ja auch Freunde überall, sag ich mal, in anderen Bundesländern, in anderen Ländern und anderen Kontinenten. Und auch da kann man sich schneller mal vernetzen und kann man ganz interessante Sachen machen. Ja? Das macht wirklich Spaß. Und ich denke, man ist nie zu alt, um zu lernen, ja? Das denke ich auch. Jetzt erzähl noch ein bisschen mehr zu der Lebens- und Sozialberaterausbildung. Das ist ja in Österreich ein Gewerbe, für die das in Deutschland nicht wissen. Ja, genau. Das ist ein zertifiziertes oder gebundenes Gewerbe, heißt das. Das heißt, man muss gewisse Voraussetzungen erbringen, damit man diese Berechtigung erlangt, was ich ja sehr gut finde, damit man auch eine Qualitätssicherung hat. Man muss auch jährliche Weiterbildungen machen. Aber diese Ausbildung bei mir, beziehungsweise bei uns, ich mache das natürlich mit einigen Trainerkollegen, schaut so aus, dass wir das schon offline und teilweise online machen. Also wir haben Module dabei, die wir online gestalten werden und die anderen offline. Und da möchte ich sehr viel in die Praxis gehen, da möchte ich sehr viel auch in der Natur draußen arbeiten. Und da möchte ich also vom Schamanismus bis über die Hunas und zur Quantenphysik, weil die sind ja ziemlich verwandt, und Kommunikation ziemlich viel reinbringen und auch so gestalten, dass man schon nach einem ersten Teil zumindest nicht als Lebens- und Sozialberater, aber in einer gewissen Form der Beratung arbeiten kann, weil ich denke mir auch, man muss sich das auch alles finanzieren und da ist es mir schon sehr wichtig, dass die Leute auch relativ bald, also so nach 10 Modulen schon einmal die Möglichkeit haben, sich da schon ihre eigene Praxis aufzubauen. Ja, und das geht in Modulform, ein paar Mal eine Blogveranstaltung. Ganz genau ist es noch nicht durchdesignt, wie wir das machen. Aber ja, schwebt mir schon einiges vor, ja. Ja, das werden wir natürlich alles da auch verlinken, ne? Dass ach, die sich dafür interessieren, das auf jeden Fall finden. Aber ich glaube, vorher hast du auch noch eine Aufstellungsausbildung, ne? Ja, also für die Lebens- und Sozialberater, da gibt es ja den Expertenpool, da kann man eine Ausbildung machen und da kommt jetzt im Herbst, im Oktober starten wir einen Aufstellungslehrgang sozusagen, ja, wo wir die klassische Aufstellung lernen und natürlich auch mit diesen neuen Elementen dazu, weil die so spannend sind und vielleicht doch, wenn wieder eine Krise kommt, wir auch gerüstet sind für solche Sachen. Ja, ist einfach spannend. Ja, das sollte im Oktober starten und der andere Lehrgang startet dann zu Beginn des nächsten Jahres. Freue ich mich schon sehr drauf. Ich finde das voll cool, dass du das sofort adaptierst mit dem Online, ja, also wirklich. Ja, weißt du, ich probiere es halt aus und es hat einfach gut geklappt. Ich hatte ein interessantes Gespräch mit einer tollen Kinesiologin in Österreich geführt und sie hat gemeint, sie macht kinesiologische Testung online. Und die gehen so leicht, sage ich du. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, Aufstellungen gehen so leicht. Also irgendein Phänomen muss da noch dabei sein. Das muss ich erst mit einem Quantenphysiker mal schlecht besprechen. Weshalb das wirklich gut geht. Also das ist echt, echt phänomenal. Ja, ja, probieren wir es aus. Ja, also super, einfach auch zum Mut machen für die, die jetzt irgendwo da total in diese Zeit reingestolpert sind, eben, dass du es auch nicht nur als Notlösung gemacht hast, sondern dass du einfach sagst, so und jetzt ist es so und jetzt ja, hat sich das. Ja, hat sich bewährt und ich unterstütze auch gerne jeden, der an mich herantritt, wenn ich irgendwie kann, um das zu machen, weil ich denke, Wissen und Information zu teilen, ist so wie mit der Liebe. Das macht einfach glücklich und das vermehrt sich. Ja, da kann ich dann nur zustimmen. Ja, Information zurückhalten ist keine gute Idee. Nein. Wie du weißt, liebe Maike. Du bist
schon sehr professionell da. Ja, und ich möchte eben auch wieder dazulernen. Ja, wie gesagt, weißt du, du kennst ja immer einen Spruch. Ich habe mir gedacht, meine Kolleginnen gehen schon in Pension und ich bin mit der Ausbildung noch nicht fertig. Jetzt bin ich schon in Pension, bin mit meiner Ausbildung noch immer nicht fertig. Aber irgendwo bist frisch geblieben als die Kollegen. Ja, ich habe keine Zeit für andere Dinge. Und der liebe Gott meint es wahrscheinlich auch gut mit mir, ja. Bin ich sehr dankbar, dass ich das auch so machen kann, ja. Ja, super. Ich weiß, wie viel du weitergibst und ich weiß, wie du sprühst in all deinen Ausbildungen und wie viel die Leute bei dir lernen und eben so umfangreich, ne, und umfassend. Ja. Dankeschön, danke. Ja. Vielen Dank für deine Zeit und für diese wertvollen Tipps und einfach auch für das Mutmachen für die Leute, die noch immer irgendwie sagen, um Gottes Willen, jetzt muss ich da online gehen. Tut es. Wenn dem Gedanken keine Handlung folgt, kann man den Gedanken vergessen. Ja, Ilse, vielen Dank und bis ganz bald. Ne? Ja, danke vielmals. Schönen Abend noch. Gut, baba.